Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu der ersten Sendung. Best of Bewegt, das ist der Name von dieser neuen Online-Sendung, die regelmässig über Aktualitäten aus der Gastronomiebranche berichten wird. Innovativ zum Ersten. Best of Bewegt, das neue Online-Format von Best of Swiss Gastro. Innovativ zum Zweiten. Das Carlton in Zürich erstrahlt in neuem Glanz. Innovativ zum Dritten. Chef Alps 2015. Zürich 2 Tage lang Schauplatz der gehobenen Gastronomie. Was klein angefangen hat, ist heute eine feste Grösse in der Schweizer Gastronomie-Szene. In diesem Jahr wird der Best of Swiss Gastro bereits zum 12. Mal durchgeführt. Alles genug, um mit einem neuen, innovativen Online-Format die Branche zu bewegen. 12 Jahre Best of Swiss Gastro, eine unglaublich lange Zeit. Welches waren für Sie persönlich die Meilensteine? Also die Meilensteine sind sicher mal eins, dass wir gestartet sind im 2004 mit dem Projekt. Und die Akzeptanz der Branche in den letzten Jahren. Riesenmeilenstein ganz sicher auch die kosmediale Entwicklung, die wir mit dem Projekt umgesetzt haben. Bewegt ist ein neues Format, das Sie lancieren. Welches ist der Hintergrund dieses Formats? Also der Hintergrund von Bewegt ist, was schon zukunftsgerichtet eigentlich heißt, wir bewegen was nach vorne. Das macht besser Swiss Gastro immer. Und wir nehmen ein neues Format, das heißt Bewegtes Bild. Wir gehen auch in den Kanal WebTV, Video, um auch einer breiteren Zielgruppe den Inhalt von Best of Swiss Gastro bekannt zu machen. Wer ist die Zielgruppe? Wir werden das etappenweise machen. Im ersten Schritt werden wir das Format für den B2B, für den Businessbereich aufbauen und im zweiten Schritt dann auch für den Endkonsument. Was erhoffen Sie sich mit diesem Format? Das, was wir eigentlich immer verkörpern, Innovation und moderne ausgerichtete Marketingaktivitäten für die Branche. Chef Alps 2015, das ist ein Treffen von 9 Spitzenköchen, die auf Top-Niveau ihre Fähigkeiten vor Publikum unter Beweis gestellt haben. 1200 Besucher haben die Gelegenheit beim Job gepackt und sind in Stage 1 pilgert. Spitzenköche sorgen für Denkanstöße. Im vollbesetzten Auditorium geben 9 hochkarätige Protagonisten Einblick in die Zubereitung aktueller Kreationen. Die 4. Ausgabe der Chef Alps widmet sich in diesem Jahr den Erfolgsrezepten in der Haute Cuisine. Wie findet ein Spitzenkoch seinen einzigartigen Stil, seine unverwechselbare Handschrift? Um diese Fragen zu beantworten, hat die Chef Alps Organisation 9 renommierte Köche aus 7 Ländern eingeladen. Ihre Kochshows sorgen bei den Besuchern für jede Menge Gesprächsstoff. Aber auch abseits der Bühne gibt es einiges zu diskutieren und schnabulieren. An den 30 verschiedenen Marktständen mit Köstlichkeiten aus aller Welt. Ein guter. Sind Sie schon lange der Meinung, dass Ihren Betrieb zu den Besten von der ganzen Schweiz gehört? Ja, dann ist es höchste Eisenbahn, auch Ihres Unternehmen beim Best of Swiss Gastro anzumelden. Warum mitmachen? Diese Frage beantwortet Ihnen der Sieger in der Kategorie Trend und Sieger vom begehrten Mastertitel. So ist es bewogen zum Mitmachen, dass es einfach dazugehört, dass man bei dem grossartigen Award teilnimmt. Also ich finde den Award deswegen so grossartig, weil er zeigt die ganze Kreativität von unserer Branche auf. Und das ist einfach eine wunderbare Plattform für uns alle Gastronomen und da muss man einfach mitmachen. Wie viele Mal haben Sie mitgemacht? Weil Sie haben ja nicht nur einen Betrieb. Wir haben zum 4. Mal mitgemacht, so wie man es ist. Mit Carlton waren wir die allerersten gewesen. Dann mit dem Adlisberg, Jägerburg, Loft 5. 4 Mal haben wir mitgemacht. Doch. Und beim letzten Mal hat es so richtig geklappt? Ja, wir haben den Master gewonnen. Das war natürlich ein wunderbarer Erfolg gewesen. Nicht nur für uns, sondern vor allem auch für unser Team. Weil sie haben auch den Erfolg mitgetragen und die haben sich riesig gefreut. Das war eine tolle Plattform gewesen für uns. Ja. Was bedeutet Ihnen der Master? Also uns bedeutet es sehr viel im Sinne der Motivation der Mitarbeiter. Und dass man auch dann etwas erreicht, wo man sich eigentlich könnte. Wir haben doch sehr vieles richtig gemacht. Sehr hoher Stellenwert, das ist eine Auszeichnung, die wirklich sehr nahe gegangen ist für uns. Wir bleiben gerade bei der Familie Segmüller. Das Unternehmer-Ehepaar betreibt seit Jahren sehr erfolgreich mehrere Gastronomiebetriebe in Zürich. Das Carlton ist vor wenigen Tagen nach einer Umbauphase wieder eröffnet worden.
Der Umbau ist nach 16 Jahren dringend notwendig geworden. Das sagt der Inhaber des renommierten Gastrobetriebes Carlton, Markus Segmüller. Nach nur 3 Wochen Umbauzeit erstrahlt das Restaurant in neuem Glanz. Von den Böden bis zur Decke haben wir alles angelangt, von der Musikanlage über die Licht. Aber das Wichtigste, das ganze Innendesign ist komplett anders. Wir haben überall Nischen geschaffen, total unterschiedliche Bereiche. Die Materialauswahl ist riesig. Eigentlich ist alles neu. Inklusive Speisekarten, auch die haben wir geändert. Das Carlton gehört seit Jahren zu den In-Gastronomiebetrieben in Zürich. Und das in einem Gebiet rund um die Bahnhofstraße, wo Spitzengastronomie beinahe an jeder Ecke vorkommt. Rundum haben wir irrsinnig gute Kollegen mit super Konzept. Denen müssen wir uns anpassen, schauen, dass wir noch so lange voraus sind, dass wir die Leute auch halten können. Von dort haben wir schon einen sehr kompetitiven Markt. Das dürfte vielleicht das Geheimnis sein, der Antrieb von rundum. In dem edlen Ambiente des umgebauten Carlton lässt es sich also noch besser schwelgen. Die Speisekarte, ein vielseitiges à la carte Angebot, auf das in Zukunft noch mehr Wert gelegt wird. Ja, bis dahin haben wir ja immer sehr viel Unterhaltung geboten mit Valentines, mit Afterwork-Party, mit Banketten, die wir können. Von dem wollen wir zum grossen Teil weg. Die Afterwork-Party bleibt noch. Aber den Rest wollen wir eigentlich nicht mehr. Wir wollen wirklich jetzt uns als à la carte Restaurant etablieren und nicht mehr jeden Tag umbauen, wie wir es bis dahin gemacht haben. 35 Mitarbeiter kümmern sich im Carlton um das Wohl der Gäste. Plus der wertvollste Mensch im Leben von Markus Segmüller. Daniela Segmüller ist die starke Frau an seiner Seite. Oh, das ist eigentlich das Geheimnis von unserem Erfolg, dass wir das Zweite sind. Also ich allein hätte es nie können. Ich wäre schon lange pleite mit der ganzen Investition. Und wenn man das mit jemandem diskutieren kann und noch ein vernünftiger Teil da ist, dann ist das eine super Mischung von uns zwei. Behind every great man hat sie in den meisten Fällen auch eine grossartige Frau. Der Betrieb der Familie Segmüller wird übrigens in diesem Buch genauestens dokumentiert. Im Best of Books sind die besten und innovativsten Gastroprojekte vom letzten Jahr aufgeführt. Für 30 Stutz sind Sie mit dabei. Das Buch können Sie online bestellen. Das wäre sie also gewesen, die erste Ausgabe der Sendung Best of Bewegt. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Entlaut immer Sie mit einem Schmunzel aus dem Internet. Auf Wiedersehen miteinander. Ти можеш да дуеш, да рачам, па идемо. Дајте се дубоко и дуат, доке не кажеш дуат. Ајде, ајде. Ајде, моли, ајде, по друг.